Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Jo Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben Mittwochnacht. Das heißt, eine freie und offene Themenrunde. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Egal über was. Telefonnummer nochmal 0800 220 50 50 und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Erik und Erik ist 28. Guten Morgen, Erik. Guten Morgen, Domian. Hallo, Erik. Was ist dein Thema? Ja, Riesenskandal, Domian. Erstmal Riesenlob an dich und euer Team. Dankeschön. Und ja, Folgendes. Es läuft ja momentan diese riesen tolle Geschichte mit diesem Vergewaltiger da oben auf dem Dach. Ach so. Was geht da ab? So. Was ist da los? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Was machen die da? Was machen das die kann, da? Ja, das kann ja wohl nicht sein, dass sie so einem Menschen so eine Plattform irgendwie da bieten, dass er, der sich präsentiert, dem Mädchen damit immer noch so psychisch zusetzen, dass sie da nicht irgendwie mitdenken und sagen, Leute, holt den da vom Dach runter. Also ich finde, den Skandal ja schon, Erik, wie kann sowas überhaupt passieren? Ja, das vorweg, das sowieso. Das darf nicht passieren. Ja. Was sind das für Schnarchnasen da, die ihn bewacht haben? Ja, genau. Ne? Und wie kann es passieren, gestern im Gerichtssaal, dass er auf die Staatsanwältin zugeht und sie angreifen will. Ja. Und nur mit Mühe und Not haben die den zurückgehalten. Genau. Wieso sitzt der da nicht mit Fußfesseln? Wieso ist der da nicht gefesselt im Gerichtssaal? Ja. Bei so einem Schwerverbrecher muss das doch möglich sein. Vor allen Dingen, wenn man sich in die Rolle oder in den Zustand des Opfers hineinversetzt. Ja, die man gar nicht. Ja, das ist wirklich unfassbar. Das ist ja, bist du informiert über den ganz aktuellen Stand? Also ich hatte vorhin noch Nachrichten gesehen, bevor ich in die Sendung gegangen bin. Da war er natürlich noch auf dem Dach, aber da hockte er. Weißt du noch irgendwas ganz Neues? Also ich weiß da gar nichts Neues, nein. Ich habe das zwar bis eben verfolgt, aber Stand der Dinge war, dass er immer noch da oben stand. Der Reporter nahm das irgendwie da alles weg und auf und erzählte da wohl. Und ihm wurden ja noch Decken zugeworfen, all sowas. Wie bitte? Der hat Decken, das weiß ich wiederum nicht. Man hat ihm nur Decken zugeworfen? Naja, klar, natürlich. Also ihn lassen sie da oben stehen und warten anscheinend ab, als ob der irgendwie, keine Ahnung, den Leuten da unten irgendwas erzählen will. Ich weiß es nicht. Also ich verstehe es nicht. Und dass der heute im Fernsehen am Abend kamen ja die Bilder, wie er am Nachmittag da stand. Frech, ja. Bräsig, mit herausgedrückter Brust und sagte irgendetwas. Ich meine, das ist ja auch natürlich eine Riesenstatur, ne? Da mal von ab, und dass sie da alle irgendwie wahrscheinlich Respekt vor haben. Ja. Ich weiß es nicht. Aber selbst mit 5 Mann den zu bewältigen, das wäre doch kein Thema. Ja, also ich denke das auch. Es muss irgendwelche spezial ausgebildeten Leute geben, die das können und die den ganz. Werfen sie ihnen da Decken zu und das finde ich unfassbar. Was passiert. Das finde ich unfassbar. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen, dass ihr Decken bekommt. Das ist wirklich skandalös. Ja, das ist skandalös. Ich bin auf 180, ich kapier's nicht. Und er will damit ja angeblich etwas bezwecken. Er will damit bezwecken, dass das Mädel, das Opfer, die Stefanie, morgen nicht aussagt vor Gericht. Ja, ganz genau. Und das hat er erreicht. Genau. Und warum will das Mädchen nicht aussagen vor Gericht? Weil sie Angst hat. Ja, wo sind wir? In welchem Land leben wir, dass ein Opfer Angst haben muss vor Gericht, vor dem Täter, im Gerichtssaal? Ganz genau. Ich möchte das nur nicht zum Abschluss bringen, aber einfach nur gesagt haben, der sächsische Justizminister, der kann in meinen Augen eigentlich abdanken, was der im Fernsehen da als lapidare Entschuldigung gebracht hat, ist in meinen Augen echt unter aller Sau. Ich glaube ja, dass so etwas in Bayern nicht passiert wäre. Ja. Entschuldigung, dass ich da lache jetzt. Ja, ich glaube. Ja, da hast du gar nicht mal so Unrecht, ja. Ich glaube das. Ja, also ich glaube, da sind wir alle, die jetzt zuschauen und zuhören, wahrscheinlich alle eine Meinung, dass das ein Unding ist, was da passiert. Ja. Und dass so ein Verbrecher auch nochmal eine Bühne bekommt und sogar nochmal etwas bewirken kann, nämlich dem Mädchen nochmal Angst zu machen. Richtig, genau. Und ihre Pläne zu durchkreuzen. Für sie war das offensichtlich wichtig, vor Gericht auszusagen, und jetzt wird sie es wahrscheinlich nicht tun. Also man mag eigentlich gar nicht wissen, was denn in der Familie an deren Kopf ja. Dass sie das auch noch jetzt mal sowas noch
kurz bevor die da aussagen will, sowas noch mitmachen. Genau. Heute Abend im Fernsehen war auch der Vater des Mädchens, von der Stefanie, der Mann war auch fast sprachlos, zu Recht auch. Da findet man ja fast gar keine Worte der Empörung mehr, dass so etwas passiert und dass das so ist. Meine Worte, genau das sage ich. Mhm. Danke für deine Meinungsäußerung, Erik. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ja, vielen Dank für deinen Anruf. Danke sehr. Was ich nur fragen möchte, was hältst du denn? Ich meine, das ist natürlich immer eine sehr emotionale Situation im Moment. Und wir haben gestern die Berichte gehört oder andeutungsweise, was er offensichtlich mit dem Mädchen gemacht hat. Alle das waren hab ja. Ich nicht alles verfolgt, aber nein. Ich kann mir nur das Schlimmste vorstellen. Ja, es muss ungeheuer schlimm sein, weil im Gerichtssaal einige Zuschauer in Tränen ausgebrochen sind und auch Profis sagen so, das hätten sie noch nie gehört. Was ist, ja. Jetzt fragt man wieder, was ist die adäquate Strafe? Wir leben in einem Rechtsstaat. Ja, und das Rechtsstaat, das funktioniert mir anscheinend nicht. Sonst wird er ja immer, warum steht er dann noch da oben? Ne? Nein, die adäquate Strafe ist wirklich eine lebenslange Verurteilung mit einer lebenslangen Sicherheitsverwahrung, ohne auch nur die geringste Option der Begnadigung. Richtig. Ne, das muss man verlangen und fordern. Ich meine, dass er geistig irgendwie abwesend ist, scheint da nicht zu sein, sonst wird er nicht die Leute da so an der Nase führen. Mhm. Also das steht außer Frage. Ja. Wie er da sich präsentiert, wie er da sich brüstet und ja. Das ist ein Unding. Ja. Diesen Skandal, ehrlich. Ja. Geht. Erik, danke für den Anruf. Wir hoffen, dass die ganze Sache bald der Spuk vorbei ist. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Euch auch. Tschüss. Danke. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Heute eine freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne melden wollt bei mir, dann macht das per Telefon oder per E-Mail. Hier ist Fritz und Fritz ist 73 Jahre alt. Guten Morgen, Fritz. Guten Morgen. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht es bei dir? Ja, ich will nur eins sagen. Ich habe vor 8 Jahren ein unverschämtes Glück gehabt, weil ich einen versuchten Raubmord überlebt habe. Und das Thema, was jetzt gerade schon gelaufen ist in deiner Sendung, das bestätigt mich in vielen Dingen, dass die Opfer noch verhöhnt werden. Denn erzähl mal deinen Fall, was geschehen ist. Bei mir ist es folgendermaßen abgelaufen. Ich habe als Rentner eine Putzstelle betreut, fahre vor das Objekt, steige aus dem Auto aus und war gerade im Begriff, das Hoftor zu öffnen, um in dieses Projekt hineinzugehen, meine Tätigkeit auszuüben. Und in dem Moment bin ich von hinten angesprungen worden und eine Pistole am Kopf gehabt. Und er hat von mir in gebrochenem Deutsch gefordert, Schlüssel, ich schieße. Habe aber nicht begriffen, will er meinen Autoschlüssel, will er den Schlüssel von dem Objekt, weil da ist des Öfteren schon eingebrochen worden. Ja. Und somit war für mich das nicht ganz klar. Und ich habe den Angriff abgewehrt, indem ich mit dem Oberarm ihm die Hand mit der Pistole weggeschlagen habe. Habe versucht, ins Auto reinzukommen, was mir auch gelungen ist, obwohl ich eine Gehbehinderung habe und nicht so leicht in den Fußraum komme, um die Pedalerie zu betätigen. Aber es ist mir gelungen in der Aufregung. Aber was für ein mutiges Verhalten von dir. Ja. Und er ist sofort nachgesetzt, dann haben wir um die Türe gerangelt und da er die Türe dann nicht mehr aufgekriegt hat, hat er sofort auf mich geschossen durch die geschlossene Scheibe. Das heißt, er hat die Pistole wieder direkt auf meinen Körper gerichtet. Und er hatte sie vorher wieder aufgenommen? Die Pistole hat er in der Hand behalten, wo ich sie zurückgeschlagen habe. Ach so, ich dachte, die wäre zu Boden gegangen. Nein, die ist nicht zu Boden gegangen. Und da ich mich gedreht habe, er hatte genau aufs Herz gezielt, hat er mir den linken Oberarm am Schultergelenk zerschossen. Das hatte ich aber in dem Moment noch nicht begriffen. Dann hat er den zweiten Schuss abgefeuert, der hat mir die Augenbrauen gestreift. Ja. Der dritte Schuss ist an der Türsäule abgefälscht worden und ist hinter meinem Kopf durch die Kopfstütze. Den habe ich gar nicht mehr in der Aufregung wahrgenommen. Dann hat er mir, durch das kein Glas mehr in dem Auto, in der Fahrgastzelle war, hat er mir die Pistole am rechten Ohr angesetzt und wollte mir noch in den Kopf reinschießen. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt noch nicht begriffen, dass ich mit meinem zerschossenen Arm, der schmerzfrei war zu dem Zeitpunkt, nicht mehr lenken konnte. Und somit hat das Auto
eine Schleuderbewegung gemacht und die Schleuderbewegung hat mir auf Deutsch gesagt, das Leben erhalten. Also eins am anderen. Bis gerade hatte ich den Eindruck, dass die ganze Sache passiert ist, während das Auto stand. Das stand noch. Und du hast dann Gas gegeben? Ich habe dann gestartet und Gas gegeben. Ja, und ja, er hatte... Aber beim Anfahren hat das Auto die Schleuderbewegung gemacht und gleichzeitig hat er mir in den Kopf schießen wollen. Ah ja. Und durch das ich dann in eine andere Richtung gedriftet ist der Schuss ins Leere gegangen. Verstehe. Bis aber wohin konntest du denn dann fahren? Wie weit ging es? Ich bin dann auf der Straße, habe ich dann gewendet, ist eine sehr breite Straße, und habe mich Richtung Stadtmitte, es ist außerhalb an der Peripherie, ja, habe ich mich dann Richtung Stadtmitte begeben. Hat er hinter dir hergeschossen? Der hat noch einen Schuss hinter mir hergeschossen. Dann waren die Spuren ja alle am Auto zu sehen. Ja. Und ich habe in der Verzweiflung, weil mir niemand zur Hilfe gekommen ist, ich habe versucht, Fahrzeuge anzuhalten. Hat niemand gehalten. Die sind an mir vorbeigefahren. Also da war schon Betrieb. Da waren Fahrzeuge. Und war schon Betrieb. Es war morgens 7 Uhr. Waren da auch Menschen auf der Straße? Auch. Auch aber das. Jeder hat sich weggedreht und abgewendet. Und daraufhin bin ich dann über eine sehr belebte Ampelkreuzung gefahren bei Rot, um den Gegenverkehr. Der Gegenverkehr ist eine Ausfallstraße, die auch zur Autobahn führt. Und habe im Gegenverkehr ein Fahrzeug sozusagen mit aufgeblendete Scheinwerfer und mit dem kaputten Arm auf der Hupe habe ich die zum Halten gezwungen. Das waren Mitglieder von einem Sportverein und die haben mir Hilfe geholt. Ja, ja. Und ich bin dann in den Krankenwagen verfrachtet worden, bin dann kurz nach der Aufnahme sofort ins Koma gefallen. Und in dem Koma-Zustand ins Krankenhaus. Hab im Krankenhaus dann noch einen Zuckerschock dazu gekriegt und war dann auf der Notaufnahme mit der Intensiv bis mittags 2 Uhr, wo ich dann wieder die Augen aufgemacht habe. Und dann bin ich notversorgt worden in der Nacht. Ja. Und dann einen Tag später das erste Mal am Arm richtig operiert worden. Ja. Und das hatte zur Folge, dass es 7 Operationen in Folge waren. 7 Operationen. Ich war hochgradig infektiös. Ich habe den ganzen Oberarm mit Schultergelenk alles unter Eiter gehabt. Die wollten mir den Arm amputieren, um das in den Griff zu kriegen. Bin 8 Wochen isoliert gelegen im Krankenhaus. Das Krankenzimmer durfte nur nach Anmeldung auf der Station betreten werden. Ich durfte das Zimmer nicht verlassen, um die Bakterien nicht zu verbreiten. Ja. War 14 Wochen geschlossen im Krankenhaus, im Klinikum. Ja. Und bin dann entlassen worden. Bin heute noch in therapeutischer Behandlung mit dem Arm. Mit dem Arm. Dass das Schultergelenk nicht einsteift. So, das ist vor 8 Jahren passiert, Fritz. Ja. Das ist vor 8 Jahren passiert. Letztes Jahr das 8. Mal an dem Oberarm operiert worden in Ludwigshafen. Jetzt sag mir mal bitte, ob dieser Täter gefasst wurde. Der Täter wurde 2 Tage später gefasst. Und jetzt kommt das Unmögliche, was ich nicht glauben konnte. Der hatte ja vorher, die vorhergehende letzte Straftat war ein versuchter Taxifahrer-Raubmord. Und bei diesem Taxifahrer-Raubmord ist er dann zu 10 Jahren verurteilt worden. Vorzeitig entlassen worden nach 6,5 Jahren und 11 Monate später hat er den Überfall auf mich verübt. Er hat in dem Gefängnis, wo er inhaftiert war, eine Wärterin kennengelernt, eine Aufseherin, mit der war er liiert. Und diese Dame, die hat ihn aufgenommen. Die bekam dann Schwierigkeiten mit ihrer Dienststelle. Dann musste er bei ihr ausziehen und die hat ihm ein Apartment angemietet, hat Kaution und Miete bezahlt und hat aber immerhin noch mit Drogen zu tun gehabt. Und um wiederum ins Drogenmilieu Zugang zu finden, hat er sich mit einer Prostituierten aus einer anderen Stadt liiert. Und die hat das Gesteck gekriegt und hat aufgrund dessen, nachdem der Zeitungsbericht 2-mal in der Tageszeitung war vor Ort, hat die beim Gericht, also beziehungsweise bei der Polizei, ihn angezeigt, dass er der Täter ist. So, zu was ist dieser Täter verurteilt worden? Zu 12 Jahren. Zu 12 Jahren. Sitzt der immer noch? Der sitzt noch. Der sitzt der noch. Der muss ja erstmal noch 3,5 Jahre von der vorhergehenden Straftat absitzen. Jetzt hast du so ein unfassbar schlimmes Verbrechen
erlebt und erleiden müssen. So kann man das ja sagen. Ja, ich leide ja jetzt noch. Du leidest jetzt noch, nach 8 Jahren darunter. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, du hast es, entschuldige, wenn ich unterbreche, ja. Du hast deine körperlichen Leiden geschildert und wir haben einen Hauch von Ahnung, was du mitgemacht hast. Ja. Was ist aber mit den seelischen Leiden? Du hast ja ein Trauma erlebt, ersten Ranges. Dann will ich gleich mal noch was sagen. Mhm. Dass von unserer Justiz oder von den Behörden her die Opfer regelrecht verhöhnt werden. Mhm. Ich gehe jetzt nochmal auf das Gespräch, was vor mir stattgefunden hat, ein. Ich bin nach 4,5 Jahren das erste Mal psychologisch betreut worden. Nach 4,5 Jahren? Und der Straftäter ist 2 Tage nach der Festnahme nach Tübingen überstellt worden zur psychologischen Behandlung. Mhm. Das ist der Unterschied zwischen Opfer und Täter. Mhm. Und ich habe ein chronisches Schmerzsyndrom. Ich habe kein Gelenkknorpel mehr am Schultergelenk. Ich reibe mir bei jeder Bewegung meine Schulterpfanne kaputt, sodass der Oberarm immer klemmt. Ich bin deswegen schon in Ludwigshafen letztes Jahr das 8. Mal operiert. Und das kann man nicht mehr behelfen. Glaubst du, dass du die seelische Erschütterung jetzt, nachdem du dann endlich nach langer Zeit eine Betreuung hattest, dass du das einigermaßen jetzt überwunden hast? Nein, kommt immer wieder hoch. Kommt immer wieder hoch. Hm. Kommt immer wieder hoch. Vor allen Dingen, wenn ich solche Straftaten vor Augen geführt kriege und sehe, wie die Opfer leiden müssen. Weißt du, Fritz, ich glaube ja, dass in den letzten vielleicht 4-5 Jahren, und darüber bin ich sehr froh, dass diese Thematik, dass der Opferschutz Vorrang hat vor dem Täterschutz und die Opferbetreuung, dass das immer mehr ins gesellschaftliche Bewusstsein gelangt. Ich erinnere mich noch an... Zu schwerfällig, aber immerhin, es wird darüber gesprochen, immer wieder. Und es gibt weite, große gesellschaftliche Kreise bis in alle politischen Parteien hinein, die das jetzt so sehen. Ich will ja kurz was aus meiner Vergangenheit sagen. Ich habe vor 20 Jahren habe ich Gefangenenbetreuung in einer Jugendvollzugsanstalt gemacht, oder vor 25 Jahren. Und da waren wir auch alle noch so auf dem Trip, da sitzt ein Mörder. Und ich muss mich jetzt in die Vergangenheit und in die Psyche des Mörders hineinarbeiten, um zu verstehen, warum er das gemacht hat. Ja. Niemand ist damals auf die Idee gekommen, sich auch in die Psyche des Opfers hineinzuarbeiten und zu verstehen, was das Opfer nach der Tat durchmacht. Ja. Und das hat sich doch, es ist sich am Verändern und das finde ich gut. Und jeder Mensch, der sich äußert, so auch du, wenn auch in einer sehr kleinen Sendung wie dieser, tut das Seinige dazu, dass dieses Thema weiterhin nach oben steigt. Ja, das im Bewusstsein behalten wird, dass man das nicht vergisst oder vertuscht. Genau. Ja. Hinzu kommen beispielsweise auch die Aktivitäten des Weißen Rings, was ja auch in der letzten Zeit... Ja, der Weiße Ring ist das einzige, wollen wir sagen, die einzige Organisation gewesen, die sich meiner angenommen hat. Ah ja, das ist auch schön zu hören. Also von Behörden habe ich nur Knüppel vor die Füße gelegt bekommen. Denn wie kann es anders sein? Ich hatte schon vorher eine Schwerbehinderung von 90%. Und mir hat man, währenddem ich in der psychosomatischen Klinik war, die Schwerbehinderung runtergestrichen auf 60% und hat mir das AG, das heißt die außergewöhnliche Gehbehinderung, entzogen. Unfassbar. Ja. Und ich habe 2 Jahre rumgestritten und bin vor das Sozialgericht gegangen. Mhm. Ich habe auf der rechten Seite kein Gehör mehr, ich bin da taub durch diesen Überfall. Ja. Ja, habe ein chronisches Schmerzsyndrom, so dass ich manchmal die Schmerzen nur überwinden kann und das habe ich jetzt 3 Monate wieder mitgemacht. Lieber Fritz, mit Morphiumpflaster behandelt werde. Lieber Fritz, ich werde deinem Fall nicht gerecht im Rahmen dieser Sendung, weil wir nur ein bestimmtes Zeitfenster haben. Das tut mir sehr leid. Ja. Ich bitte dich auch um Verständnis, um Entschuldigung. Ja. Ich weiß, dass wir beide noch sehr lange und sehr intensiv und gut reden könnten. Ja. Aber ich glaube, dass dein Hauptanliegen, das auch nochmal zur Sprache gebracht zu haben, rübergekommen ist. Wenn du noch ein Gespräch mit meiner Psychologin möchtest, so biete ich dir das natürlich sehr gerne an. Ja, davon habe ich Verständnis. Aber das ist jetzt im Moment nicht erforderlich. Okay. Ich habe jetzt im Moment, habe ich wieder ein gewisses Wohlbefinden. Ja. Und das habe ich darauf zurückzuführen, dass ich die Schmerzbehandlung mit dem Morphiumpflaster jetzt wieder bewältigt habe. Ah, ja. Aber das ist chronisch. Dann wünsche ich dir wirklich von Herzen, dass es weiter bergauf geht und natürlich von ganzem Herzen, dass du diese Sachen in irgendeiner Weise vergisst. Bergauf habe ich wenig Hoffnung, weil ich habe seitdem... kardiologische Probleme, dass es nur so knallt. Ja. Weil ich bin schon mehrfach umgefallen und ins Koma gefallen und das kommt alles mit einem kardiologischen Problem, das ich vorher nie hatte.
ich wünsche dir dennoch von Herzen alles Gute und alles Liebe. Und ich möchte mich bedanken fürs Gespräch. Ich danke für deinen Anruf, lieber Fritz. Alles Gute. Tschüss. So, weiter geht es mit Bianca. Bianca ist 28 Jahre alt. Hallo Bianca, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Bianca, was ist dein Thema? Mein Thema ist mein schwerkranker Sohn. Dein schwerkranker Sohn? Ja. Ja. Ist im Moment auch im Krankenhaus. Wie alt ist dein Sohn? Der wird nächste Woche 5 Jahre alt. 5 Jahre. Und was für eine Erkrankung hat er? Der hat einen schweren Herzfehler seit der Geburt. Mhm. Das heißt, wo er 3 Tage alt war, wurde das erste Mal halt ein Herzgeräusch festgestellt. Und noch am selben Tag habe ich dann auch gleich die ersten Diagnosen gehört, was er denn hat. Ne? Ja, also schwerer Herzfehler. Wie macht sich das denn in seinem Alltag, in seinem normalen Leben bemerkbar? Ja, nachdem er jetzt die 4 großen Herz-OPs hatte. Er hatte 4 Herz-OPs schon, der kleine Kerl. Ja, mit 3 Monaten die erste, mit 6 Monaten die zweite. Mhm. Dann mit knapp 3 Jahren die dritte. Mhm. Und danach folgte dann noch eine große Herzschrittmacher-OP. Mhm. Und halt immer wieder Herzkatheter oder sowas in der Art. Also so kleine Eingriffe dann noch, ne? Ja. Und kleine Eingriffe, also ich zucke gerade schon zusammen, wenn ich mir vorstelle, dass so eine Palette von Herzoperationen so ein kleiner Junge schon hat erleiden müssen. Ja, also er hat schon wahnsinnig viel mitgemacht. Ne? Kann er denn, wenn er dann von diesen OPs sich wieder einigermaßen berappelt hat, kann er dann in ein relativ normales Leben führen? Kann er spielen? Kann er rumlaufen? Also er kann spielen und er kann rumlaufen, aber er wird immer ein bisschen eingeschränkt sein, weil er halt Medikamente kriegt, die halt, man nennt es künstlicher Bluter. Mhm. Das heißt, wenn er fällt oder sowas, dass halt die Gefahr ist, dass er schneller blutet und stärker blutet und schneller verblutet wie andere. Ne? Achso, das sind die Nebenwirkungen der Medikamente. Ja, genau, das sind die Nebenwirkungen der Medikamente. Und jetzt aber ist er wieder im Krankenhaus, sagst du? Jetzt zurzeit ist er wieder in Hannover in der Klinik mit meinem Mann. Und was wird diesmal gemacht? Also wir waren letzte Woche Montag zur Routineuntersuchung da, die so alle 6 bis 8 Monate stattfindet. Und hat dann die Ärztin direkt gesagt, er muss hier bleiben, weil halt die Herzklappen ziemlich undicht waren und weil er halt ziemlich viel Wasser eingelagert hat und viel Luft im Bauch hatte. Ne? Mhm. Das heißt, er muss wieder operiert werden, oder? Er hat jetzt Montag eine Herzkatheter-OP wieder gehabt. Ja, ne? Ja. Also um zu gucken, wie es halt im Herzen aussieht und wie halt die allgemeine Verfassung vom Herzen ist. Ne? Ist das euer einziges Kind? Ist das euer einziges Kind? Nein, ich habe noch 2 andere Kinder. Du hast noch 2 andere Kinder? Ja, 2 und 7 Monate. 2 und 7 Monate? Ja. Das heißt, da stelle ich mir vor, dass du sehr viel zu tun hast mit dem 2-Jährigen und mit dem 7 Monate alten Kind. Und ein so sehr krankes Kind. Wie schaffst du das? Wie schaffe ich das? Im Moment bin ich eigentlich am Ende meiner Kräfte, ne? Weil ich halt das erste Mal auch von meinem Sohn getrennt bin, dass halt mein Mann jetzt bei meinem Sohn ist und ich nicht da sein kann, weil wir auch noch ein Geschäft haben, was halt am Laufen gebracht werden muss, weil es erst seit 3 Monaten offen ist. Aber ist das nicht für dich vielleicht auch mal eine Entlastung? Du weißt, dein Sohn ist in guten Händen, nämlich bei dem Papa, dass du jetzt mal vielleicht ein bisschen dich um all die anderen Dinge auch kümmern kannst? Nee, ich habe da keine wirkliche Ruhe für, weil ich bin jetzt wirklich jede Nacht, ich kann nicht schlafen, ich habe Albträume. Und es ist für mich immer, ich weiß, er ist in guten Händen, aber ich bin nicht bei ihm. Ich kann da nicht Hand einlegen, wenn mir irgendwas nicht passt oder wenn die halt was machen, was mir nicht gefällt. Ne? Aber du hast doch Vertrauen in deinen Mann, dass er alles schon gut im Auge hat, oder? Doch, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, zumal er auch nicht der leibliche Vater ist. Ne? Er ist der Stiefvater. Ach so. Und trotzdem kümmert er sich sehr um den Kleinen. Ja. Also wahnsinnig. Ne? Ja. Er spielt sogar seinen Job damit aufs Spiel, ne? Ja. Die Firma von ihm leider jetzt auch schon mittlerweile Probleme macht. Wenn der Kleine so angeschlagen ist und so viele Operationen, Herzoperationen schon hinter sich hat, wie sind denn seine Prognosen? Was sagen denn die behandelnden Ärzte? Also die können nicht sagen, wie alt er wird. Also mir hat ein Arzt gesagt, ich soll jeden Tag so leben, wie er kommt. Und als ob es der Letzte wäre, ne? Weil es kann jeden Tag bergab gehen und uns vorbei sein. Ne? Weil so ernst ist es. Man weiß nie, wie lange das Herz noch so schlägt, weil er auch einen Herzschrittmacher hat und dieser Herzschrittmacher im Moment auch voll ausgelastet ist. Ne? Wäre denn eine Transplantation eine Lösung oder eine Rettung? Kann man das überhaupt bei so einem kleinen Kind schon? Also nach den Operationen, die er hatte, ist es eher schwer, noch ein Herz zu transplantieren. Es ist wohl möglich, aber mit
noch ein höheren Risiko, wie es eigentlich normal wäre, schon wie bei einer Herztransplantation. Ne? Das heißt, das muss man sich auch mal vorstellen. Du hast da ein Kind, das du heiß und innig liebst und zitterst eigentlich seit 5 Jahren auch um das Leben des Kindes. Ja. Ne, so kann man es ja sagen. Wenn das auf so dünnem Eis lebt alles, ist das ja auch eine enorme seelische Belastung für die ganze Familie, also für dich und deinen Partner. Die anderen Kinder kriegen das ja noch nicht so mit. Wie geht denn der Kleine? Ich meine, mit 5 Jahren ist man ja schon recht pfiffig so und kann fragen und sprechen. Wie geht er denn damit um, dass er so krank ist? Also das bewundere ich an meinem Sohn. Also je älter er wird, desto gelassener und ruhiger nimmt er das alles an. Früher, wenn er halt Blut abgenommen gekriegt hat, hat er geschrien wie am Spieß. Mhm. Und jetzt entscheidet er schon, was für Nadeln er haben will und sitzt da ganz relaxed. Ne? Also das ist, bewundere ich selber, wie er das alles macht. Ne? Und wenn ich dann halt ein Babychen habe, dann denke ich immer, hallo, stell dich nicht so an, überleg dir, was dein Sohn alles durchmacht. Ne? Ich finde immer so wichtig, wenn Eltern ein so schwer krankes Kind in der Familie haben, ist es natürlich völlig normal, dass man sich aufopfert und dass man alles möglich dafür tut und dass man in Gedanken immer bei dem Kind ist, so wie du es jetzt auch bist, obwohl das Kind in Hannover in der Klinik ist. Ja. Aber ganz wichtig finde ich auch vor allen Dingen auch in Anbetracht dessen, dass du noch 2 andere Kinder hast, du darfst natürlich auch innerlich nicht kaputt gehen daran und du darfst deine Kräfte nicht völlig aufbrauchen, denn du musst für den kranken Jungen da sein und für die anderen Kinder auch da sein. Das auf jeden Fall, aber im Moment ist es verdammt schwer für mich. Im Moment bin ich an so einem Punkt, wo ich oft sitze und denke, das schaffe ich alles nicht mehr. Mhm. Weil unsere Ehe auch oft zwischendurch gekriselt hat. Und dann auch selbstständig, was du gerade gesagt hast. Das ist ja auch. Den Laden führe ich allein. Das heißt, ich kann den Laden nur allein aufrechterhalten. Das ist ein Nagelstudio. Und im Moment ist es alles viel für mich. Ne? Den Haushalt, die Kinder, die Amtengänge. Woher holst du dir denn deine Kraft, die du brauchst? Im Moment weiß ich selber nicht, woher ich sie nehme. Mhm. Also ich war schon oft wirklich so kurz vorm Nervenzusammenbruch, wo ich auch gedacht habe, dass ich mal zum Psychologen gehe und das aufarbeite und halt viel mit Freunden und Bekannten darüber rede. Mhm. Und dann hilft es mir halt in dem Augenblick. Ja. Aber wenn ich dann wieder alleine bin, so wie jetzt, dass ich halt zu Hause alleine bin, dann und so ein Bericht für den Fernsehen gesehen habe, wie mein Kind was gestorben ist, dann waren natürlich die Gedanken sofort bei meinem Sohn, die Tränen sind mir in die Augen geschossen. Und habe gedacht, was ist jetzt, wenn was passiert? Ich kann da nicht mal so eben hinfahren, ne? Ich würde dir das dringend raten und empfehlen, Bianca, dass du dir schon eine professionelle Unterstützung suchst. Ich glaube, das ist auch das, was ich wirklich brauche. Ja. Sonst zerbreche ich da dran, ne? Weil der letzte ist jetzt auch, hat auch eine Füße in Fehle, auch ständig mit Krankenhaus hier, Krankenhaus da. Und im Moment ist wirklich so ein Punkt, wo ich sage, Wie ist denn, du hast gesagt, es gab jetzt eine Herzkatheteruntersuchung. Was ist jetzt das Resultat dieser Untersuchung? Ja, das Resultat ist, die haben halt mehrere Möglichkeiten, jetzt weiter zu verfahren. Die würden natürlich gern lieber dieses Verfahren halt mit Medikamenten zu arbeiten, was sie auch, denke ich, jetzt erstmal versuchen werden. Aber es kann halt jetzt noch 2 OPs folgen. Entweder wird der Herzschrittmacher wird irgendwie anders verlegt, das ist halt etwas komplizierte Operation. Mhm. Oder halt, die hatten so ein Fenster irgendwo da am Herzen gelassen, wo halt das Blut besser durchfließen kann, dass sie das halt wieder öffnen. Ne? Und das heißt, hoffe ich natürlich nicht. Das heißt, der Kleine ist auf jeden Fall noch eine Weile im Krankenhaus. Ja, laut Aussage von meinem Mann, wie er mir heute berichtet hat, sieht es aus, dass er eventuell nächste Woche nach Hause kann irgendwann, aber keiner sagt dir wann. Mhm. Gut, wenn man das mit Medikamenten hinbekäme, dann könnte er wahrscheinlich eher, als wenn denn solche Eingriffe vorgenommen werden müssten. Ja, die müssen das halt kontrollieren, weil halt diese Medikamente wieder das Herz und die Kreislaufsituation belasten. Ne? Machst du dich denn vertraut, sage ich mal, oder denkst du darüber nach oder sprichst du mit deinem Partner auch über den eventuellen Tod deines Kindes? Ja, mein Mann hat vor kurzem das gesagt, dass er so, du musst auch dran denken, dass es halt auch mal vorbei sein kann. Und dann blocke ich natürlich ab und sage immer, da möchte ich nicht drüber nachdenken. Mhm. Dann fange ich natürlich noch mehr an zu grübeln und noch mehr die Angst in mir, ne, die mich dann halt auffrisst, diese Angst. Ne? Weißt du, und genau sowas ist vielleicht sehr wichtig, wenn du das mit einem Fachmann gemeinsam machen könntest, dass du all über diese Dinge, die dir Angst machen und die dich so belasten, dass du da fachmännisch betreut wirst, wie du dich gedanklich vielleicht darauf auch einlassen oder vorbereiten könntest. Ja, weil ich auch viel mitgekriegt habe, wo halt die Kinder gestorben sind, ne, auch im Krankenhaus, ne. Mhm.
Ich würde dir gerne so ein vielleicht so ein Gespräch, das dich ein bisschen vertraut macht mit dem, was du bei einem Psychologen erwarten könntest. Jetzt würde ich ja gerne ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja, gerne. Das heißt, du hast dann das Gespräch jetzt mit meiner Psychologin, mit der Magdalena, und die Magdalena kann dir auch noch einige Informationen an die Hand geben, wohin du dich in deiner Umgebung wenden könntest, wenn du das möchtest. Ja, gerne. Ja? Sehr gerne sogar, auf jeden Fall. Bianca, ich drücke wirklich von Herzen die Daumen für deinen Sohn, für den Kleinen. Danke dir. Dass es gut geht und dass er nicht nochmal jetzt operiert werden muss zum Beispiel. Ich hoffe es auch. Ja. Danke für das tolle Gespräch. Und vor allen Dingen, dass ich wünsche dir auch viel Kraft und deiner Familie vor allen Dingen. Ihr müsst ja zusammenhalten und gemeinsam sehr viel durchstehen. Ich wünsche es euch von ganzem Herzen. Ja, danke dir. Dann legst du bitte auf und du wirst von Magdalena jetzt zurückgerufen. Alles klar, okay. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Meine Lieben, an dieser Stelle Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen haben wir das Thema, die ganze Sendung über Ich schäme mich für meine Eltern. Also möchte ich gerne mit Kindern sprechen, die aktuell vielleicht sagen, ich schäme mich für meine Eltern, die vielleicht auch noch zu Hause leben, weil die Eltern irgendwas völlig Verrücktes, Blödes oder Schlimmes vielleicht auch tun oder getan haben. Ja, und ich möchte vielleicht auch mit Älteren reden, die, wenn sie so zurückdenken, sagen, ich schäme mich wirklich für meinen Vater oder für meine Mutter, was die damals getan haben oder was sie auch heute noch tun, was sie vielleicht mit mir gemacht haben, was sie mit anderen Menschen gemacht haben. Ich schäme mich für meine Eltern. Das ist das Thema morgen. Und wenn ihr euch gerne anmelden möchtet, dann macht das bitte über die Mailadresse domian@wdr.de. Norbert begrüße ich herzlich. Und Norbert ist 39 Jahre. Guten Morgen. Ja, recht schon guten Morgen. Recht schon guten Morgen, Norbert. Erstmal möchte ich der Bianca alles Gute wünschen und einen für ihr Kind Genesung. Das ist ja nett, dass du sagst. Ja. Vielen Dank. Und mein Thema ist der Mann auf dem Dach. Der Mann auf dem Dach, Mario M. Ja, ja, genau. Mhm. Und zwar sage ich ganz ehrlich, die neuesten Informationen sind ja, dass der in der Hocke auf dem Dach gesessen hat. Jetzt gerade, dass der um eine Tasse Tee gebeten hat. Mhm. Ja. Hast du das? Bist du verbunden mit Nachrichtensendern, die das berichten? Nee, ich habe mir das gerade zufällig im Nachtmagazin angesehen. Ach so, ah ja. Ja, mhm. Nebenbei. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also, dass man denen dann noch alles zuwirft und dass da noch so eine Schau aufgezogen ja. wird hier. Also, bekommt er denn? Hat er den Tee bekommen? Laut Information, so wie das heißt, wohl ja. Mhm. Ja, kann man aber jetzt auch schlecht nachvollziehen, weil man sieht ja nicht, ne? Also mhm, auf jeden Fall, dass er Decken bekommen hat, das stimmt ja, das habe ich vorhin vom Vorgänger auch schon mitbekommen hier am Anfang der Sendung. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, ich würde mit Sicherheit härtere Maßnahmen ergreifen. Ich weiß nicht, wie die Leute hier behandelt werden. Ja, was wäre jetzt nach deiner Überzeugung, was sollte man jetzt im Moment tun? Nur ist er ja schon da oben. Dass das hätte nie passieren dürfen, sind wir uns alle einig. Ja. Nur ist er da oben, was sollte man tun? Ich sag mal, der Mann, der hätte schon an Handschellen eigentlich nur auf Freigang kriegen dürfen. Mhm, mh. Ja, ich wusste gar nicht, dass er noch mit freien Händen rumlaufen darf, überhaupt auf seinem Rundgang oder sonst wo. Ja, ja? sehe ich genauso. Ja. Aber was sollte man jetzt tun, deiner Auffassung nach? Jetzt, wo er da oben steht oder sitzt? Tja, jetzt, wo er da oben steht oder sitzt, würde ich ihm das Leben so ungemütlich wie möglich machen. Ich würde ihn nicht noch Decken und sonst was geben. Mhm. Ja? Also, ehrlich gesagt, ist mir das auch komplett unnachvollziehbar, wieso man ihn jetzt noch mit Decken versorgt da oben. Ist es vielleicht irgendeine polizeipsychologische Strategie, mag dahinter stecken, die mir aber nicht eingängig ist im Moment? Nee, eigentlich kann man sich das eigentlich nicht vorstellen. Und ich meine, wenn ich dann mal, ich denke jetzt auch mal an die Seiten, die Opfer, die betroffen sind, in dem Sinne erstmal das Mädchen und mit Sicherheit ja auch die Eltern von dem Mädchen, die da betroffen sind, die das Ganze ja mit durchmachen müssen. Das Mädchen ist so brutal geschändet worden und dem serviert man Tee da oben. Richtig. Das ist eben etwas, was mich stört an unserem ganzen Justizverhalten in der Bundesrepublik. Mhm. Wenn ich sehe, wie die hier behandelt werden, ja, ich weiß nicht, also sowas gehört einfach nur noch in der letzten Zelle und den Schlüssel wegwerfen. Mhm. Tut mir leid, das jetzt zu sagen, aber es ist so. Ja? Also, man muss natürlich jetzt vorsichtig sein, dass man jetzt auch nicht mit seinen Emotionen überschäumt nach dem Motto, was man alles jetzt tun könnte. Aber ich gebe dir völlig recht. Ich habe heute während des Tages darüber nachgedacht, wieso baut man da unten nicht irgendwas auf? Das heißt, wenn der runterfallen würde, dass er gar nicht daran versterben würde.
Ja, richtig. Es gibt ja Sprungtücher und ja, ich weiß nicht, wie hoch das ist, weißt du das? Ja, so wie man gesagt hat, 9 bis 10 Meter. Ja. Da könnte man doch so Tücher aufbauen und ihn da. Ich weiß nicht, es muss ja irgendeine und dann mit irgendeinem See, mit irgendeiner Elite-Truppe ihn da irgendwie schnell runterkriegen. Hm. Ja, und SEK, alles ist ja da, ne? Ja, die sind da, aber man merkt nichts davon, dass sie da sind. Aber keiner kann was, tut sich nichts. Mhm. Und die letzten, also ich sag mal nur so, dass die nicht, dass das Mädchen nicht aussagt hat, kann ich ganz und gar verstehen. Mhm. Erstmal ist da die große Angst, dass der wieder auf jemanden zugeht. Allerdings, ich hätte auch null Vertrauen in die Behörden, die im Moment dafür verantwortlich sind. Für die Vertrauen in die Polizei von Dresden oder wer immer da verantwortlich ist. Wenn so etwas passiert hätte, kann ich das gut verstehen, dass das Mädchen kein Vertrauen hat. Richtig. Ja, ja, und erstmal ist da auch noch der Hass, mit Sicherheit ist da auch ein Hass im Hintergrund bei den Eltern. Mhm. Und die zusätzliche Angst, dass dem Mädchen wieder was passieren könnte im Gerichtssaal. Mhm. Ja? Das alles kombiniert, das ergibt einen solchen psychologischen Druck, den kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Ja, und ich sag mal, ich selbst möchte den nicht durchmachen. Ja, wer möchte das schon machen? Also, nee, ich sag mal, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das muss schlimmer sein wie in so einem Horrorfilm. Ja. Weiß ich nicht. Also, die Menschen, die werden etliche Jahre daran zu knabbern haben. Nicht nur das Mädchen selber, sondern auch die Mitbeteiligten dieser Familie. Bis das mal wieder irgendwie verarbeitet wird. Jahrzehnte für. Ja, das glaube ich allerdings auch, ja. Ja. Dann ist es so ein Hohn, wenn heute ein, ich weiß nicht, ob es der Justizminister war oder der Polizeisprecher, der sagte, die Beamten seien bei dem Rundgang da in dem Hof ein Flügelschlag zu spät gekommen. Na super. Ein Flügelschlag zu spät, so einen Mann darf ich noch nicht mal eine Sekunde aus den Augen lassen. Wie ich schon gerade gesagt habe, der Fehler war schon von vornherein, dass man den Mann überhaupt ohne Handschellen hat auf dem Hof gelassen. Ja, das war schon der Fehler, weil dann kann sowas eigentlich gar nicht passieren, weil wenn der Mann keinen Halt hat und die Hände nicht nach vorne bewegen kann, wie will er dann die Leiter hochkommen? Auch die Situation im Gerichtssaal, natürlich wird dem Mädchen de facto nichts passieren, aber die Tatsache, dass er vielleicht einige Meter auf sie zurennen könnte, genau so ist es. Und diesem Mädchen nochmal für Sekunden eine Todesangst bescheren genau würde, ja, ist so unglaublich, dass... Das beste Beispiel hatten wir ja jetzt mit dem Zugang auf der Anwältin. Genau, ganz genau, ja. Ja. Ja, also wir sind so als Beobachter da fassungslos und schütteln nur den Kopf und wir sagen alle, dass zu lasch mit solchen Leuten umgegangen wird. Ne? Das kann man, glaube ich, sagen. Ich glaube, da sind wir uns alle deswegen, also das war jetzt gerade eine harte Kritik, die ich geübt habe, aber ich sage einfach, solche Leute dürfen nicht mehr ins Freie, die müssen... Deswegen habe ich ja gerade diesen Satz auch ausgeübt, wenn der auch ein bisschen hart klingt. Na gut, wir sind uns ja einig. Wir reden ja im Rahmen unseres Rechtsstaates. Und im Rahmen unseres Rechtsstaates gibt es ja auch Möglichkeiten genug, solche Leute für immer, aber wirklich für immer, von uns fernzuhalten. Genau so ist es. Die muss man dann auch radikal durchziehen. Und das beginnt schon damit, dass die in der Untersuchungshaft und im Umfeld eines Prozesses auch äußerst hart angefasst werden, damit da nichts passiert. Nur das Problem hier ist ja wohl wirklich alles schief gegangen. Das fing ja schon bei der Suche nach dem Täter an. Ganz genau. Ja. Da ging ja schon alles schief, weil sie den noch nicht mal registriert hatten mit seiner neuen Adresse und so weiter. Und dann natürlich auch noch das jetzt, das ist also ein Höhepunkt. Wäre die Polizei damals pfiffiger gewesen, hätte sie richtig gehandelt, wäre dem Mädchen viel, viel Leid und Elend erspart geblieben. Richtig, genau. Ja, aber es ist ja nicht der erste Fall, denn wo wir jetzt, also ich sag mal, es ist ja nicht nur Sexualverbrechen, wo wir solche krassen Fehler erleben. Ich erinnere mich an das Geiseldrama in Gladbeck 88, nur mal ganz kurz darauf zurückzukommen. Ja, diese Leute haben ja auch Sicherheitsverwahrung gekriegt, dann kann man nur sagen. Ja, da sind ja auch dieser Italiener erschossen worden, 18-jährige Sandra Bischoff oder wie die hieß, oder Birke Bischoff. Ja, das ist natürlich auch ein ganz schlimmer Fall. Ja. Lass uns diesen Fall nicht nochmal aufgreifen, der ist, glaube ich, so viel diskutiert worden in der Öffentlichkeit. Richtig. Was diesen Fall Mario M. und Fall Stefanie betrifft, danke ich dir für die Meinungsäußerung und wir sind natürlich alle weiter interessiert, wie es also ich kann nur der Familie alles Gute wünschen in der Öffentlichkeit. Mehr kann man eigentlich nicht machen. Sehr nett von dir. Vielen Dank. Vielen Dank, Norbert. Alles Gute und viel Erfolg auch noch in eurer Sendung. Vielen Dank, Norbert. Tschüss, mach's gut. Und hier ist Marion. Marion ist 50 Jahre alt. Guten Morgen.
Hallo, Morgen. Hallo Marion. Was ist denn dein Thema? Ich kann mich bei meinem Vorredner nur bedanken. Ich bin eine Mutter von einer vergewaltigten Tochter, die schwer misshandelt worden ist. Mhm. Wann ist die Tat bei deiner Tochter geschehen? Er hat recht, dass man das nie vergisst. Das ist ein Horror, das ist ein Albtraum für Familie, für das Opfer selbst. Mhm. Das war vor 7 Jahren. Wie alt war deine Tochter da? 17. 17, mhm. Und was ist genau vorgefallen? Magst du es erzählen? Ja, im Groben. Erstmal möchte ich vorausschicken, ich habe Schwierigkeiten, Probleme, Kinder zu bekommen. Mhm. Ich habe damals mit diesem Kind, das damals ja 17 war, zu dem Zeitpunkt der Vergewaltigung von der 8. bis zur 40. Woche in der Klinik gelegen, nur Spritzen, nur Tropf. Und stehe nach 17 Jahren den gleichen Ärzten wie der Gegenüber in der Klinik, die um ihr Leben kämpfen. Was ist genau passiert vor 7 Jahren? Ich weiß nur, dass sie ihren Realschulabschluss gefeiert haben, die Mädchen. Und dass unsere Tochter nach den Ferien Wirtschaftsgymnasium aufsuchen wollte, was null und nichtig ist, was sie nie mehr machen kann und auch nie mehr machen wird. Da sie nicht therapierbar ist, sie wird nicht mehr dazu in der Lage sein, irgendwie einen Schulabschluss, geschweige denn eine Lehre zu machen. Erzähl doch mal die Tat, Marion, was damals passiert ist. Wenn ich das wüsste. Also, meine Tochter hat gesagt, man möchte mir das nicht erzählen, was er mit ihr gemacht hat. Das wäre so schlimm und so grausam. Ich sage ja, die haben die ganze Nacht um ihr Leben dort gekämpft in der Klinik. Mhm. So viel weiß ich. Wo ist es denn passiert und wie kam es dann zu der Tat? War sie alleine auf der Straße oder wo hat der Täter sie erwischt? Mir ist nur gesagt worden, dass man sie schwer verletzt und ihr Handy weit weg von ihr gefunden hat in einem Gebüsch. Mhm. Und dass sie ganz schwer verletzt ist und mehr wollte man mir von der Kripo nicht sagen. Ich sage ja, sie hat gefeiert, morgens um 4 stand die Kripo in der Tür. Bitte packen Sie Sachen für Ihre Tochter zusammen, kommen Sie mit. Ich konnte damit gar nichts anfangen mit der Aussage. Ich verstand das immer gar nicht. Und das ist dann im Nachhinein, ist dir das nicht erklärt worden, was vorgefallen Nein, ist? Nein, mein Mann ist, wir sind dann ja zur Klinik, wie gesagt. Und dann kam mir ja die Ärzte entgegen, die kannten mich ja bereits. Und vor dem OP ist mein Mann dann zusammengebrochen, hat einen Herzinfarkt gekriegt und musste ausgeflogen werden in die Herzklinik. Du merkst, das fällt mir sehr schwer, darüber zu sprechen. Also das muss man sich ja mal vorstellen. Mein Mann ist dort zusammengebrochen. Die Tochter ist so ein Verbrechen passiert und der Mann, der Vater kriegt auch noch einen Herzinfarkt vor dem OP. Ja. Mhm. Und musste dann ausgeflogen werden. Ja. Ich wusste gar nicht, also... Also die Tochter war ganz schwer verletzt. Ja. Welche Verletzung hatte sie? Ja, das sage ich ja. Ich war gar nicht aufnahmefähig. Man hat mir nur gesagt, also dass sie sehr schwer verletzt ist, dass sie ums Überleben kämpfen mit ihr. Mhm. Und wie gesagt... Aber das hast du doch sicher im Nachhinein erfahren, welche Verletzungen sie hatte. Nein, eben nicht. Warum sie hat nicht? Ja immer gesagt, wie sie wach geworden ist. Ich möchte nicht, dass meine Mutter weiß, was der Täter mit mir angestellt hat. Meine Mutter verkraftet das nicht. Ich gehe daran zugrunde. Das heißt, du weißt im Prinzip gar nicht. Nein, du weißt sie verweigert nichts, mir das. Du weißt nichts über den Tathergang? Nein, sie verweigert mir das bis heute. Mein Mann ist mit ihr damals zum Gericht gefahren. Dort hat der Täter 6 Jahre bekommen. Der ist auf freiem Fuß. Mhm. Und dein Mann hat dir auch nie etwas erzählt? Nein, das heißt, auf Verlangen meiner Tochter nicht. Wie gehst du? Entschuldigung mal, du bist ja, ich merke ja, wie aufgebracht du bist. Ich zitter am ganzen Körper, wo ich mit dir spreche. Ich will dir mal was sagen. Ich sag mal was ganz spontan so, was mir gerade einfällt. Wenn ich mich in deine Rolle versetze, finde ich das noch belastender, dass du das nicht weißt, als wenn du es vielleicht wissen würdest. Sie verweigert mir das Gespräch und wie gesagt, sie hat Wäre es für dich wichtig zu wissen, was passiert ist? Weil danach hat sie auf alle Arten Selbstmord versucht, auf alle Arten. Hm. Sich umzubringen, sie ist böse auf mich, weil ich sie habe leben lassen und nicht sie habe sterben lassen. Ich bin mit ihr also danach durch die Hölle gegangen, wie sie aus der Klinik kam. Wie lange war sie in der Klinik? Oh, ein paar Monate. Also sie hätte von dir verlangt oder hat von dir gehofft, dass du bewirkst, dass die Ärzte sie sterben lassen. Mhm. Sie möchte sterben, sie möchte nicht mehr leben. Wie gesagt, sie hat auf alle Arten versucht, sich umzubringen. Ist sie denn, war sie in einer psychologischen Klinik, Psychiatrie? Ja, sie ist nicht therapierbar, hat man mir gesagt. Und ich
habe dann auch gefragt, ob sie jemals wieder so wird, wie sie mal war. Das ist nicht so. Wie lebt sie denn heute und wo lebt sie heute? Ja, von unserem Wohnort weit weg. Ja. Weil der Täter, wie gesagt, ja auf freiem Fuß ist. Ja. Und es ist schwierig mit ihr. Sie, das ganze Familienleben ist schwierig. Kann sie denn alleine leben? Hat sie ihren eigenen, lebt sie in einer eigenen Wohnung? Hat sie einen Beruf? Nein. Nein. Das kann sie nicht ausüben, das wird sie auch nicht mehr können. Ja. Das heißt, ich habe mit ihr gekämpft, ich habe mit ihr mich in eine Klinik einschließen lassen, sogar in eine Psychiatrie ein ganzes Jahr lang, um ihr zu helfen, das hat auch nicht geholfen. Du warst mit deiner Tochter ein Jahr in der Psychiatrie? Ja. Wollte deine Tochter das? Nein. Deswegen hasst sie mich ja auch. Warum hast du es getan? Ich hab gedacht, ich wollte ihr helfen auf irgendwie eine Art. Ich wollte ihr helfen, ich wollte rankommen, ich wollte wissen, was passiert ist. Ja, mich wundert, dass die Ärzte in dieser Psychiatrie das mitgemacht haben. Ja, das war auch auf privater Basis. Das hat meiner Familie auch sehr viel Geld gekostet. Das haben wir sonst nicht gemacht, das ist richtig. Das hat uns sehr viel Geld gekostet. Aber als du gemerkt hast, dass deine Tochter nicht sprechen wollte, hast du denn da nicht gedacht, okay, dann lasse ich sie erstmal in Ruhe? Habe ich nachher eingesehen, ja. Aber vielleicht... Dass das nicht der richtige Weg ist. Man versucht aber alle Wege. Man versucht, als Mutter ihr zu helfen. Das heißt, ich frage nochmal so im Klartext, du wüsstest schon gerne, was passiert ist. Ja. Um einfach auch mit der Sache besser umgehen zu können. Ja. Das verstehe ich. Was nun wiederum der Beweggrund deiner Tochter ist, so zuzumachen, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich kenne sie ja gar nicht. Das heißt, dein Mann weiß aber mehr als du. Und der sagt dir auch nichts. Ja, sie hat mehr zu ihm komischerweise, neigt sie mehr zu ihm. Naja, sie war schon immer so ein Tag. Aber hat das nicht euch auch auseinandergetrieben, dich und deinen Mann? Er weiß etwas ganz Wichtiges, was du nicht weißt. Die ganze Familie hat höllisch gelitten, leidet heute noch. Mein Sohn, wir machen uns Vorwürfe, dass wir sie, das war das erste Mal, wo sie Party gemacht hat mit 17 und ausgegangen ist und dann passiert das. Wir haben uns Vorwürfe gemacht. Ja, ich muss dich jetzt nochmal fragen, was die Verletzung anbelangt. Du warst dann ja immer wieder im Krankenhaus bei ihr, als sie so schwer verletzt war. Ja, sie wollte mich nicht sehen. Sie wollte nicht, dass ich sie so sehe. Aber du warst trotzdem da. Ja, natürlich. Aber dann hast du doch auch mitbekommen, auch von den Ärzten, was für Verletzungen sie hatte, welche Verletzungen sie hatte. Die haben zu mir gesagt, wenn sie sagt, sie möchte das nicht, dass ich das weiß, dann haben sie ihren Wunsch zu respektieren. Okay. Ich versuche das bis an heutigen Tag, ich komme nicht dran an sie. Und ja, aber ist schwierig. Ich glaube, du hast einige Grenzüberschreitungen schon gemacht. Ich meine, wenn sie es nicht will, dann muss man das natürlich respektieren. Bei allem Verständnis für dich auch, dass du natürlich auch Informationen haben möchtest. Aber erstrangig ist das Gefühl und das Wunsch der Wunsch des Opfers. Aber es ist 7 Jahre her und es klingt so zerfahren, die Situation bei euch. Hast du überhaupt nur eine Hoffnung, dass sich das irgendwie nochmal regulieren könnte? Ich weiß es nicht. Ich habe dem Vorredner ja eben zugehört, dass es für die Familie, dass es ein jahrzehntelanges Trauma, eine Aufarbeitung. Ich habe gedacht, ich bin in einem Albtraum, ein Horrorfilm, wie er sagt, das sind die anderen, nicht ich. Das bin ich nicht. Redest du denn mit anderen, das passiert nicht mir. Redest du denn heute, auch nach 7 Jahren, mit deinem Mann noch über diese Geschichte oder ist es mittlerweile so tabu, dass gar nicht mehr darüber gesprochen wird? Nee, das ist ein Tabu. Tabu. Mit wem kannst du denn über deine Nöte? Du bist ja so geladen und aufgewühlt. Ja, wo ich ihn gesehen habe, da, diesen Täter, das kam alles wieder in mir hoch, wenn ich da sehe, die Decken, den Tee. Also da platzt einem schier der Kragen, ehrlich. Mit wem, aber so jetzt abgesehen von den Bildern heute im Fernsehen, mit wem kannst du denn über deine Seelenlage und deine Gefühle sprechen? Ich habe mich niemandem anvertraut, gar keinem. Aufgrund meiner Tochter, nein, sie möchte nicht, dass ihr Umfeld oder irgendjemand das wusste, was ihr passiert ist. Weißt du, da hört das dann auf. Also wenn die Tochter sagt, ich möchte nicht mit der Mutter darüber sprechen, muss man das respektieren. Die Tochter darf aber nicht sagen, meine Mutter darf nicht über ihr eigenes Gefühl sprechen. Da hört die Macht der Tochter auf. Und ich habe den Eindruck von dir, Marion, dass du sehr, sehr, sehr dringend einen Gesprächspartner brauchst.
und mit dem du all diese irre lange Geschichte, 7 Jahre mit all den Schmerzen und was du gerade angedeutet hast, dass mal alles besprochen wird und aufgearbeitet wird. Das kann sich keiner vorstellen. Ich wünsche, das ist die Hölle. Mhm. Das wünsche ich niemand. Das ist die Hölle auf Erden. So, das weiß ich, dass du das niemandem wünschst. Das ist mir völlig klar. Aber ich überlege jetzt gerade, wie wir dir vielleicht in irgendeiner Weise helfen können. Wie gesagt, ich habe mit meinem Sohn darüber gesprochen, der ist mein Ansprechpartner. Wie gesagt, er macht sich Vorwürfe, er meint, er hätte mitgehen sollen. Er macht sich immer Vorwürfe, er hätte mitgehen sollen, er hätte besser aufpassen müssen auf sie. Ja, aber das ist natürlich, das hilft jetzt auch nicht viel weiter. Kannst du denn wir haben uns die Schuld immer gegeben, dass und das ist ja auch Quatsch. Marion, ich möchte, dass du in Ruhe jetzt mit meiner Psychologin sprichst. Okay? Ja. Und dann suchen wir mal, überlegen wir nach einem Weg gemeinsam, wie wir dir helfen können. Ich glaube, das ist ja wichtig und richtig, dir zu helfen. Und nötig auch. Ja, ich hoffe, dass ich nicht die einzige Mutter bin, die eine vergewaltigte Tochter hat. Ich glaube, dass ich kein Einzelfall bin. Ja. Dass es da draußen noch mehr gibt. Würdest du gern Kontakt haben? Zu solchen Müttern? Ja, manchmal habe ich das schon gedacht. Ja, okay. Wie deren Erfahrungen sind und wie die damit umgehen und wie die damit fertig werden. Biete ich dir sehr gerne auch noch an, wenn sich eine Mutter oder betroffene Eltern bei mir melden, die gerne mit dir Kontakt haben möchten, dann stellen wir den Kontakt natürlich her. Dann mailt uns bitte unter domian@wdr.de, Stichwort Marion, und dann reichen wir das weiter. Liebe Marion, jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder zurück. Das heißt, meine Mitarbeiterin, die Magdalena, wird das machen. Ja, danke dir, Domian. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Charlie. Charlie ist 64 Jahre alt. Guten Morgen, Charlie. Hallo. Hallo, Domian. Hallo. Deine Sendung ist super und du müsstest nur einen Platz im Fernsehen zu früherer Stunde bekommen. Ja, ein Stündchen früher wäre nicht schlecht, ne? Ja. Ja, denke ich auch manchmal. 2 wären auch besser. Ja. Aber ich spreche jetzt mit einer Frau, ne? Ja. Ja, Charlie. Charlotte. Ach, Charlotte. Abgekürzt Charlie. Charlie genannt. Man nennt sie Charlie. Ja. Charlie, um was geht's denn? Also ich könnte was sagen zum Thema von gestern. Bitte. Engel. Bitte, ich bin gespannt. Engel. Ja. Ich hatte einen Stalker, der mich mit Benzin übergossen hatte und mich anstecken wollte. Der hatte dich mit Benzin schon übergossen? Er hatte mich mit Benzin übergossen. Wo? Auf der Straße? Also, es ist ein Nachbar, der 3 Häuser weiter wohnt und Stalker verlieben sich in eine Frau und wenn die nicht mitspielen und sie die nicht haben können, dann geht das los mit Pöbel über den Gartenzaun und dieser Typ hat sich kann also bis zum Umbringen passieren. Also dieser Typ, der hat sich in dich verliebt und du hast gesagt nein und dann ist er ausgerastet. So ist es. Wie lange hat er dich belästigt, bis es zu diesem schlimmen Vorfall kam? Ja, ich erzähle mal der Reihe. Ja. Zugetragen hat sich das am 6. August 2003, abends um 19 Uhr. Ich war im Garten am Sprengen und hatte den Wasserschlauch in der Hand. Mhm. Und er schlich sich an und ich habe ihn aber gesehen, ich schaute mich um und als er noch so 7 Meter entfernt war, sah ich ihn. Und das war meine Rettung Nummer 1. Mhm. Sonst hätte er sich ranschleichen können, hätte mit einer Hand schütten und mit der anderen zünden können. Hat er einen Kanister bei sich? Kein Kanister, eine Plastiktüte mit einer gelben Flüssigkeit, von der ich glaubte, dass es Sprudel wäre, weil Stalker machen auch Geschenke. Aha. Gelben Sprudel, habe ich gedacht. Achso, in einer Flasche? Einer Plastik? Nein, ein Plastikbeutel, so circa 3 Liter. Aha. Und in der anderen Hand hatte er ein Feuerzeug, als ich das nun sah. Ja. Aber geplant hatte er ja, sich anzuschleichen, zu schütten, zu zünden. Lass mich nochmal fragen. Ich wundere mich, dass du gedacht hast, das ist Sprudel. Gibt es Sprudel in 3 Liter Plastiktüten? Nein, aber ich habe gedacht, er ist jetzt ausgerastet, hat das umgefüllt in Plastiktüten und will mir das schenken oder so. Ja, na, also wie auch immer, du hast auf jeden Fall gedacht, der will dir irgendwas schenken. Ja. Mhm. Ja. So. Und das war meine Rettung Nummer 1, dass ich ihn gesehen hatte. Ja, ja. Dann gab es ein Gerangel und in diesem Verlauf hatte ich immer den Wasserschlauch in der Hand und das war die Rettung Nummer 2. Mhm. Denn dadurch ist das Feuerzeug nass geworden
und konnte nicht mehr gezündet werden. Das heißt, er ist auf dich zugekommen, es gab ein Gerangel. Ja, er rannte auf mich zu. Und er hat versucht, dieses Zeug auf dich drauf zu gießen, zu schütten? Nee, da war noch die Tüte, war noch der Knoten drin. Ach so. Ja. Und ich wusste das da noch nicht. Auf jeden Fall kriegte ich eine Faust ins Gesicht, Tritte in den Bauch. Er wollte mich runterhaben, um die Tüte aufmachen zu können. Und da das nicht ging, hat er mich von hinten so umklammert und hat die Tüte kaputt gedrückt zwischen uns beiden. Ach so. Und ich roch Benzin und habe gedacht, welcher Nachbar hantiert hier mit Benzin? Ja. War dir in dem Moment die hochgefährliche Situation klar? Nein. Nein. Ich wusste zwar, also ich muss noch sagen, dass wochenlanger Pöbel vorweggegangen ist, über den Gartenzaun, und irgendwann wusste ich, dass der mich umbringen würde. Das wusstest du? Das wusste ich. Also umbringen, oder wusstest du, der wird gewalttätig werden? Nein, ich wusste, er wird mich umbringen. Ehrlich, so? So klar? Ja, ich habe das meinen Kindern erzählt, den Nachbarn, die dadurch sensibilisiert waren, und der Polizei. Was glaubst du, wie oft ich die Polizei angerufen habe? Ja, und die machen natürlich nicht, solange nichts vorgefallen ist. Nein, es hat mir keiner geglaubt und keiner hat mir geholfen. Jetzt erzähl mir weiter. Also du hast ja, es hat mir keiner geholfen. Was denkst du, was das für eine schlimme Zeit war? Das glaube ich, ja. Ich war so in Not und völlig verzweifelt, und in dieser Verzweiflung, weil keiner hat mir was geholfen, stand ich jeden Abend da mit gefalteten Händen zum Himmel schauend und habe alle Heiligen im Himmel angerufen, den lieben Gott, meine Mutter, die vor einem Jahr gestorben ist, und mein Schutzengel und alle, die ich kenne, die verstorben, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich war so in Not und sie mögen mir helfen und mich beschützen. So, jetzt nochmal zu der Tat zurück. Ja, dann kam der Tag. So, es platzte dann dieses Plastikding und du hast das Benzin gerochen. Wie ging es dann weiter? Ja, ich kriegte das von hinten ab, ne? Wie ging es dann weiter? Also es war ja ein Gerangel, ein ständiges Gerangel, und immer ging das Feuerzeug klack, 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 aber es kam keine Flamme. Aber das Feuerzeug hatte, wie nennt sich das, so ein elektronisches Zünder. Ja. Wie und wann ließ er denn dann wieder von dir ab? Nein, er ließ gar nicht von mir, aber ich habe immer ihn versucht abzuschütteln. Das war ein Getanze durch den Garten rauf. Ich habe geschrien. Aber irgendwann muss es doch mal auseinandergegangen sein. Wie kam das? Ja, weil als er den ersten zu Hilfe kommen sah. Ach so, es kam dann aus der Nachbarschaft jemand. Also es war definitiv klar, dass er dich mit Benzin anzünden wollte. Ja, er hat dann der Nachbar, wir kennen ihn ja alle, wir kannten ihn doch alle. Hast du den, und der Nachbar hat zu ihm gesagt, was machst du denn da für Sachen? Da hat er gesagt, ja, ich wollte Brunhilde Charlie mitnehmen in den Himmel. Ah, das hat quasi ein Geständnis hat er gemacht. Ja. Und so, du hast die Polizei benachrichtigt? Ja, die Nachbarn. Oh, hier war Menschenauflauf. Hast du ihn angezeigt? Ich habe geschrien, dass die ganze Straße war auf den Beinen, ne? Hast du ihn angezeigt? Ja, ich? Nee, die Polizei. Ja. Da brauchte ich gar nichts machen. Zu was ist er verurteilt worden? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. Ist wieder da. Wohnt 3 Häuser weiter. Das ist ja auch unfassbar. Hast du nicht eine irre Angst, seitdem der dann wieder da ist? Ja, natürlich. Er ist ja unberechenbar. Stalker sind sowieso unberechenbar. Hat er sich ja nochmal in irgendeiner Weise... Nein, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Aber du hast Angst. Ja, unberechenbar. Du kannst und willst nicht ja wegziehen, weil es deine Heimat ist und dein Haus. Ja, und der Richter hatte ihm damals nahegelegt, doch das Haus zu verkaufen, in dem er lebt, und dass er halt dann... wegziehen soll. Weißt du, was wir für ein Gesetz haben müssten? Nicht, dass der Richter ihm das nahelegt, sondern dass es eine Pflicht wäre für den Täter. Ist es aber nicht. Ja, so müsste es sein. Ja, so müsste es. Ja, so müsste es sein. Stattdessen müssen in unserem Land die Opfer wegziehen, um Ruhe zu haben vor den... Aber ich bin auch nicht weggezogen. Ja. Da hast du aber wirklich 50 Schutzengel gehabt um dich rum. Also wenn du das gesehen, wie ich da stand und gebetet habe immer. Also ich habe bis zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so sehr an Kirche geglaubt. Ne? Und ich sag mal einfach, glaubst du an Engel?
Ich meine, so viele Zufälle kann es bei mir nicht geben. Das ist wirklich eine Verkettung von so viel positiven Zufällen, dass man da sehr beeindruckt von ist, sicherlich. Und ja, natürlich. Ich hätte tot sein können oder fürchterlich entstellt oder fürchterlich entstellt und verletzt und so weiter, ja. Und er hat auch, also nach 3 Monaten U-Haft hat er sich einfallen lassen, das Feuerzeug wäre kaputt gewesen. Mhm. Und er hätte mich nur erschrecken wollen, na, weil super. Der Nachbar ihm das beim Wegreißen, es war so 20 Zentimeter lang, durchgebrochen ist. Aufgrund dessen hat die Polizei das zu Experten geschickt. Ja. Die haben das in mühseliger Kleinarbeit zusammen.